gehen wir den nächsten Eintrag bei uns. Thema Wartungsvertrag. Hallo zusammen, ich habe heute den Wartungsvertrag von Bum 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 erhalten. Erstes Jahr 500 Euro, danach alle 2 Jahre 500 Euro. Verschleißteile sind nicht inbegriffen. Die 10-Jahres-Garantie gibt es auch nur mit dem Wartungsvertrag. In 11 Jahren wären das dann knapp 3.000 Euro für Wartung, wenn man keine Preissteigerung berücksichtigen würde. Im Vertrag steht etwas von möglichen Preissteigerungen von 10%. Die werden mit Sicherheit über die Jahre hinzukommen. Hat jemand keinen weiteren Wartungsvertrag abgeschlossen, kann über Erfahrungen berichten. Ich spiele mit dem Gedanken, vereinzelte Wartungen selbst durchzuführen. Also das ist ein sehr cleverer Bauherr, das ist mal ein sehr schöner Eintrag, weil er uns allen nutzt. Es gibt nämlich sowas wie die dritte Miete. Und zwar ist das so, wenn Sie jetzt ein Haus bauen und haben dann, weiß ich nicht, eine Luftwasserwärmepumpe oder eine Erdwärme, Sie haben Solaranlage, eine Lüftungsanlage, vielleicht haben Sie auch noch Smart Home mit drin. Also Sie rüsten Ihr Haus extrem auf und dann gibt es sowas, das nennt man die dritte Miete. Das sind genau diese Wartungsverträge, die Sie hinterher abschließen müssen. Das heißt, sprechen Sie im Musterhaus unbedingt die Hausverkäufer darauf an, was dann noch auf Sie zukommen kann, wenn Sie eine Anlage hinzubemustern. Also wenn Sie die Lüftungsanlage nehmen, was kostet sie die Wartung und was kosten sie die Filter? Und wie oft muss man die im Jahr wechseln? Und dann können Sie sich genau ausrechnen, was da später noch auf Sie zukommt. Deswegen bin ich ein großer Fan von Keep it simple. Also ich würde das Haus lieber ein bisschen einfacher gestalten, nicht so viel Technik mit reinbringen, damit einem hinterher nicht so das Geld aus der Tasche gezogen wird. Ich würde bei vielen Dingen lieber darauf achten, dass die Grundkonstruktion des Hauses, dass die sehr gut ist. Also ist zum Beispiel so, wenn Sie jetzt eine bessere Dämmung nehmen, zum Beispiel eine Jute-Dämmung, dann haben Sie eine längere Phasenverschiebung, dann wird das Haus auch nicht so heiß oder wenn Sie mit einem großen Dachüberstand bauen, können Sie ebenfalls die Sonne gut weghalten und dann brauchen Sie vielleicht gar nicht irgendwie eine Lüftungsanlage mit einer Kühlfunktion, die das Haus dann noch um 1-2 Grad runterkühlen könnte, die dann auch gleich 10.000 Euro verschlingt und noch gewartet werden muss. Also hier würde ich mich lieber um die Basics kümmern und ansonsten, anstatt jetzt alles in die Wartung reinzustecken in den nächsten Jahren, würde ich mir dafür lieber was Schönes in der Bemusterung gönnen. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.